Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht es schon, worum es heute gehen soll, und zwar um Baby-Autoschalen. Wir sind heute im Fachmarkt bei Spezialisten, die uns nochmal ganz genau zeigen, welche 5 Fehler man unbedingt vermeiden sollte, wenn man sein Baby in der Baby-Autoschale anschnallt. Also einer der häufigsten Fehler, wenn wir mal das versuchen so ein bisschen zu sortieren, sind eigentlich zu lockere Gurte. Ich zeige das hier gleich mal, wie es optimal aussehen sollte. Dass ihr hier dazwischen greift, ihr solltet hier keine Schlaufe bilden können, ja, dass man hier so, ich zeige es nochmal lockerer. Ich weiß, man denkt immer, es wird zu eng. Nein, zieht ordentlich straff, sortiert nochmal die Schulterpolster, dass die ordentlich liegen. Und dann sollte es so aussehen, dass die Gurte da tatsächlich körpernah straff anliegen und nicht, ihr solltet hier keine Falte bilden können, dann ist erstmal alles okay. Der zweite Fehler, das hängt mit den Gurten tatsächlich zusammen, ist die Kopfstütze. Die Gurte sollten immer gerade über die Schulter kommen. Egal bei welchem Kindersitz, egal bei welcher Babyschale, immer gerade über die Schulter. Nicht so weit von oben, nicht so weit von unten. Von unten heißt, Kind wird gestaucht, von oben, es ist zu viel Platz fürs Kind, es würde dann im Unfallfall nach oben rutschen. Ich zeige es nochmal hier, die Kopfstützen, das ist sehr unterschiedlich bei den einzelnen Herstellern. Manchmal verstelle ich es hier, manchmal von der Rückseite. Das muss ich also anpassen. Es sollte auf keinen Fall so aussehen. Kopfstütze richtig ran ans Kind, dann kommen auch die Gurte gerade über die Schulter und dann richtig straff ziehen. So sollte es aussehen, dass also nicht der Kopf irgendwie unterhalb der Kopfstütze ist oder das Kind wächst dann so in die Kopfstütze rein und liegt dann mit den Schultern auf der Kopfstütze auch auf und wird total gestaucht, sieht ganz furchtbar aus und ist extrem unbequem und natürlich auch unsicher. Als nächstes zeige ich euch, geht es hier um die Einlagen. Es gibt also zu jeder Babyschale die sogenannten Neugeborenen-Einsätze. Ihr seht das, die Schale ist an sich relativ groß und ist so ein Neugeborenes sehr, sehr klein und verliert sich in dieser Schale, sodass es hier diese Kissen gibt. Ich nehme jetzt hier unseren Charlie mal kurz raus. Ihr seht hier diese Kissen. Die müssen also unbedingt dabei sein und dann, da geht es so ein bisschen nach Gefühl, müsst ihr gucken, dass die Einlagen für die ersten ungefähr 2-3 Monate drin bleiben. Fragt unbedingt euren Fachhändler, dass er euch das nochmal zeigen kann, dass am Anfang das Kind optimal geschützt ist und später die Einlagen rausnehmen, sonst wird es viel zu eng und unbequem und natürlich stimmt dann auch der Gurtverlauf nicht mehr. Also da unbedingt auch darauf achten, dass die Kissen alle da sind und entsprechend genutzt werden. Ein ganz wichtiger Punkt, da kann man wirklich sagen, egal bei welchem Wetter und zu welcher Jahreszeit, zieht euer Kind auf keinen Fall zu dick an in der Babyschale. Wichtig ist, dass die Gurte das Kind schützen und ihr immer körpernah anschnallt. Wir haben jetzt hier so einen kleinen dünnen Strampler, das ist eigentlich optimal. Auf keinen Fall dicke Daunensachen, solche Geschichten weglassen, weil dort schnallt ihr wirklich nur Luft an. Also der Polstereffekt ist tatsächlich nur Luft. Im schlimmsten Falle kann das Kind dann aus der Babyschale rausfliegen, also ins Auto rein. Ordentliche Temperatur einstellen, man redet so von 20, vielleicht 24 Grad im Auto, ist optimal fürs Kind. Da kann man dann auch mal das Mützchen abnehmen und dann habt ihr da eine gute Fahrt. Wenn ihr zum Auto hinlauft, dann lieber etwas dünner anziehen, nutzt ein Poncho, eine Decke, dann seid ihr optimal unterwegs. Was sehr oft gefragt wird, man könnte auch sagen, eigentlich zu wenig noch gefragt wird, ist eigentlich, was ist mit diesem Überrollbügel? Ist das jetzt nur zum Tragen da oder was ist das eigentlich? Natürlich nutzt man das zum Tragen, aber hat auch im Auto eine wichtige Funktion. Lest unbedingt die Bedienungsanleitung von eurer Babyschale. Muss der Bügel hier so oben stehen? Kann er eventuell so nach hinten gedreht werden? Oder muss er, gibt es auch Varianten, ganz nach vorn, geht bei dieser Schale jetzt hier nicht, dass der vorne dann an der Rücksitzbank anliegt. Da gibt es keine allgemeine Aussage dazu, sondern immer Gebrauchsanweisung lesen und genau machen, was der Hersteller dort vorgeschrieben hat. Ganz, ganz wichtig. Also das Ding ist nicht nur zum Tragen, sondern hat eurem Auto eine ganz wichtige Schutzfunktion. Es sollten eigentlich 5 Fehler sein. Einen haben wir aber noch, der uns immer wieder begegnet und der sehr, sehr gefährlich ist. Wenn ihr keine Isofix-Station nutzt, wird die Babyschale leider sehr häufig im Auto falsch angeschnallt, falsch befestigt. Das ist also extrem gefährlich. Ich zeige euch mal, wie es richtig geht. Den Autogurt, das was wir als Hüftgurt haben, geht hier vorn über die Schale. So, ein bisschen auf die Händchen aufpassen. Zack, hier durchführen und ins Gurtschloss einklicken. Und dann wird das, was wir über die Schulter tragen, hinter der Babyschale rumgeführt und alle Babyschalen, egal welche Marke und Hersteller, haben hinten nochmal so eine Führung, wo ich das durchziehe und dann tatsächlich nochmal richtig ordentlich nachstraffen, dass das dann stabil steht. Hier seht ihr, ist schon straff. Hier hinten nochmal hier rum und richtig straff ziehen. Und dann sieht man optimaler Stand. Zu dem Bügel hatten wir schon was gesagt. Der steht bei den allermeisten Babyschalen in dieser Position. So, und dann seht ihr, alles optimal fest, das auch wirklich tatsächlich nochmal kontrollieren, ist es richtig eingeklemmt und sind die Gurte richtig straff. So muss es aussehen.
Und jetzt würde mich interessieren, fallen euch noch weitere Fehler ein? Was ist bei euch schon mal schiefgegangen beim Anschnallen eures Babys? Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Schaut auch in dieses Video hier zu den häufigsten Fragen der Baby-Autoschale. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon ganz bald wieder im nächsten Video. Bis dann, ihr Lieben.